Hallo ihr Lieben, wir haben unser Projekt geschafft und ich hoffe, es gefällt euch. Es kann jedermann tragen. Ihr müsst eben halt nur, wenn ihr eben halt ein wenig korpulenter auch seid, hier ein bisschen mehr häkeln. Das heißt, ihr messt das von hier oben bis hier unten zur Armelle ab und dann häkelt ihr genauso so wie auf dem Video. Es ist schnell gehäkelt, ist circa in 3-4-5 Stunden fertig. 3-4-5 Stunden ist natürlich eine lange Zeit. Kommt auch drauf an, was ihr hier für ein Muster häkelt. Ich habe hier feste Maschen genommen und finde das sehr schön. Und hoffe, ich kann euch damit erfreuen und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Bis bald, eure Yves. Tschüss. Also wir brauchen erstmal Wolle dafür, für diesen Poncho. Dafür habe ich erst einmal 5-mal grüne, einmal orange und einmal weiß, die Häkelnadel 5, eine Nadel braucht ihr dazu und eine Schere. Nadel und Schere könnt ihr beiseite legen, das kommt erst zum Schluss. Die grüne Farbe nehme ich für den Poncho im Ganzen und die orangene Weiße nehme ich für die Grannies, die ich vorne dran häkeln werde. Die Wolle ist die Sohle von Gründel. Sie ist sehr weich, also sehr gut für einen Poncho geeignet. Sie besteht aus 60% Baumwolle und 40% Polacryl. Für eine Häkelnadelstärke 4,5 bis 5. Ich nehme ja, wie gesagt, die 5er heute und hat eine Lauflänge von 110 Meter auf 50 Gramm. Ich habe die Wolle schon mehrmals gewaschen und sie ist super nach 3-4 Mal immer noch wie am ersten Tag gehäkelt. Also dann wollen wir mal beginnen. Ich wünsche euch dann viel Spaß. Bis gleich. Wir häkeln jetzt gemeinsam eine Luftmaschenkette. Ihr müsstet das bei euch anlegen von der Schulter über die Schulter bis kurz vor der Armelle. So lang müsste das sein. Ich glaube, bei mir sind das 45 cm. Ich messe das aber gleich nochmal ab. Ich häkle jetzt erstmal auf 45 cm die Luftmaschenkette. Ich sage euch dann, wie viel ich verbraucht habe an Luftmaschen und melde mich dann gleich wieder bei euch zurück. Bis gleich. So, wie ihr ja sehen könnt, habe ich mir jetzt mal ein Zollstück geholt von meinem Mann. Und es sind circa, wie schon gesagt, bei mir 30 cm. Das sind bei mir 45 Luftmaschen. Jetzt drehe ich die Arbeit um und häkle genau in diese Masche eine feste Masche und das macht ihr die ganze Runde rum. Eine Masche, das hat mir mal eine Freundin bei mir auf der Facebook-Gruppe gezeigt, die Silvia, die macht das glaube ich immer. Dann habt ihr auch einen schöneren Rand. So, dann häkelt ihr das jetzt erstmal alle durch. Ihr könnt es natürlich auch wie gehabt von vorne häkeln. Aber ich finde dann den Rand jetzt besser und ihr werdet das auch sehen. So, also das bis zum Schluss. Ich wollte euch nochmal zeigen, ich hatte ja mit der 5er Häkelnadel begonnen. Für mich ist das auch immer schwierig, da irgendwie durchzukommen. Ich habe dann eine kleinere Nadel genommen für die erste Reihe und dann könnt ihr auch besser durchstechen. So. Oder ihr könnt, wenn ihr das nicht so häkeln wollt, dreht ihr einfach wieder die Luftmaschenkette um und stecht einfach hier rein. Das ist also, dass ihr das dann so häkelt. So. Einfach normal wieder zurück mit festen Maschen. So.
dann sieht das so aus. Und wir haben jetzt den Rand anders. Also, wenn ihr das mit der dickeren Nadel nicht schaffen solltet, nehmt eine dünnere Nadel für unten und dann geht das ganz einfach zu häkeln. Wir haben jetzt das Ende erreicht und häkeln eine Luftmasche, drehen die Arbeit um und häkeln heute, man kann ja feste Maschen häkeln, man sagt dann immer die rechte Masche, die geht so, dass man die so häkelt. Könnt ihr natürlich bei dem Projekt jetzt auch nur häkeln, wenn ihr das möchtet. Aber wir häkeln heute eine linke Masche von vorne. Also eine Luftmasche habt ihr jetzt gehäkelt. Nehmt den Faden nach vorne, ihr könnt den auch hier so halten. Nehmt die Nadel, stecht ihr durch diese Masche, holt den Faden und zieht ihn einmal durch und dann nochmal. Also Faden holen, hier vorne reinstechen, Faden durchziehen, so, und wieder häkeln. Und nochmal Faden holen. Ich zeige es euch nochmal. Ihr nehmt den Faden vor der Nadel, stecht hier vor diese Masche ein, holt den Faden, zieht ihn hier durch. Hopsala, manchmal so einfach geht. Zieht ihn hier durch vor dieser Schlinge und häkelt einmal den Faden ganz durch. Also Faden holen, durch die Schlinge ziehen und durchziehen. So. Und das macht ihr jetzt bis zum Schluss. Nadel reinstecken in die Masche, Faden hier durchziehen und einmal. So. Ich melde mich gleich nochmal am Ende bei euch. So. Und so sieht das dann vorne aus. Bis gleich. So, ich zeige euch das nochmal. Faden vor der Nadel legen. Hier in die Masche stechen. Ihr könnt auch den Faden hier festhalten. Zieht ihn durch diese Masche hier durch. Zieht es fest und häkelt das so rein. Vor die Masche rein den Faden. Zieht ihn hier durch. Und dann fest. Nadel reinstechen. Man nennt das linke Masche. So, ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben jetzt die Runde fast geschafft. Und wie gesagt, habt ihr jetzt 1-2 Reihen linke feste Maschen gehäkelt, dann fässt sich das auch anders an und es ist dann viel einfacher zu häkeln. So, hier hinten setzen wir eine. Ups. Ja, da muss ich immer das Loch finden. So. Da häkelt ihr eine feste Masche rein und wendet mit einer Luftmasche. Jetzt das gleiche Prinzip wieder normal weiter. Ihr stecht hier vorne, seht ihr? Da merkt ihr das schon, wie ihr hier reinflutscht da. So. Stecht dasselbe wieder rein. Faden nach vorne, hier ist die Masche. So, und das häkelt ihr jetzt. Ich weiß nicht, wie viel rein. Da melde ich mich nochmal, wie viel wir ungefähr brauchen. Also, jetzt habt ihr eigentlich den ganzen Abend Zeit, nur linke, feste Maschen zu häkeln. Die Grannys kommen dann auch gleich. Bis gleich. So, so sieht dann das Muster aus. Von der Seite und von der Seite. Aber ich zeige euch das noch einmal. Also wir häkeln, nehmen den Faden, häkeln hier rein, ziehen den Faden hier durch und ziehen ihn durch die Nadel. Nehmt den Faden, stecht hier rein. Und das Beste ist, wenn ihr den reinstecht, dann nehmt ihr den Faden und haltet ihn mit dem Finger fest, zieht den einmal durch. So, und dann holt ihr den Faden.
Faden festhalten, durchziehen und fertig. Jetzt kommen wir am Ende an. Stechen rein, Faden festhalten und durchziehen. Ihr häkelt eine Luftmasche, wendet die Arbeit, holt den Faden, stecht gleich hier vorne rein, wo ihr die Luftmasche gemacht habt. Faden durchziehen. Und das macht er jetzt, ich weiß nicht wie viel rein. Ich muss selber jetzt gucken, wie lange der Schal werden soll, weil es kommen ja noch die Grannys dran. Und ich melde mich aber bei euch. Also nochmal. Faden holen, durchziehen, Faden mit dem Finger festhalten einfach, hinten den Faden holen, durchziehen, fertig. Das macht ihr jetzt die ganzen Runden durch. So, dann habt ihr so ein Muster. So, habt ihr ein Muster, super, ne? So, jetzt beginnen wir. Wir nehmen den Faden hier durch und ziehen den hier drüber. Häkeln 3 Luftmaschen und häkeln hier vorne rein und hier zusammen. Jetzt wird es eng. Ihr häkelt jetzt eine Luftmasche. Und ihr könnt das jetzt so machen, wie ihr möchtet. 10 Blümchenblätter oder nur 5. Ich häkle jetzt 10 halbe Stäbchen hier rein. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt zähle ich nochmal, ich habe 10 gezählt, ich steche aber hier vorne rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, steche noch eine Zusätze hier rein, weil wir ja vorne schließen müssen. So, dann stecht ihr hier vorne rein und schließt es mit einer Kettmasche. Ich werde diesen Faden jetzt schon mal abschneiden und nehme meine weiße Sohlewolle. Zieh den Faden jetzt hier durch, zieh ihn fest und häkle 1, 2, 3 Luftmaschen dran. Und dann häkle ich Doppelstäbchen. Ich nehme den Faden zweimal drumherum und steche jetzt hier in die Masche rein. Hol den Faden zurück und häkle einmal zurück und zweimal und lass den dritten auf der Nadel. Den Faden holen, hier reinstechen. Einmal, zweimal auf der Nadel lassen. Faden holen. Ups. Einmal, zweimal. So, ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, schon aufhören. Ich nehme 4 Stäbchen. Und häkle nochmal ein Doppelstäbchen rein. Dann habe ich das so und ziehe diesen Faden ganz hier durch. Häkle 2 Luftmaschen und häkle es mit einer kettfesten Masche zusammen. Hier habt ihr dieses Loch und hier ist noch eine Masche. Da stecht ihr rein und häkelt es mit einer festen Masche zusammen. Jetzt häkeln wir wieder weiter, eine Luftmasche, 2 Luftmaschen, 3 Luftmaschen, Faden holen und genau da, wo ihr die festen Maschen habt, stecht ihr
4 Stäbchen rein. Ups, war natürlich verkehrt. 4 Stäbchen. Und immer den letzten Faden auf der Nadel lassen. Also Doppelstäbchen, ne? Ein, zwei, drei. Vier. Einmal durch. Zweimal durch. Und zieht jetzt den ganzen Faden durch diese Maschen. Häkel 2, Luftmaschen. Was ist denn heute los hier? Häkel 2, Luftmaschen. Und steckt jetzt wieder hier vorne die feste Masche. Häkelt ihr rein. So. Seht ihr das? Jetzt häkeln wir wieder 1, 2, 3 und 4 Stäbchen da, wo ihr die festen Maschen drin habt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, jetzt haben wir 5 Stück mit der Luftmaschenkette und zieht den Faden wieder schön langsam durch. Zieht ihn ein bisschen fest und häkelt 2 Luftmaschen. Dann häkeln wir hier eine feste Masche rein. Und wir arbeiten uns voran. Entschuldigung, manchmal ist der Faden zu kurz. Zweimal Faden nehmen und ihr seht ja hier, da ist die feste Masche, da stecht ihr wieder rein. In diese feste Masche immer am Anfang reinstechen. 1, 2. Oh, Entschuldigung, das passiert halt manchmal. Also in die feste Masche hereinstechen und Faden auf der Nadel bitte lassen. Nicht so, wie ich das gerade gemacht habe. Vier Stäbchen gehören da rein. Wir haben jetzt 3 Stäbchen und häkeln noch ein Stäbchen. 1, 2. So. Faden durch die Maschen ziehen. Bisschen festziehen und 2 Luftmaschen häkeln. Und genau hier vorne stecht ihr eure festen Maschen rein. So. Wir fangen wieder von vorne an. 3 Luftmaschen in die festen Maschen reinstechen. Und ihr häkelt 4 Doppelstäbchen. Lasst den letzten Faden auf der Nadel. Einmal Faden holen, durchziehen, durchziehen. Und nehmt die Nadel und zieht den Faden komplett durch. Und häkelt 2 Luftmaschen. Häkelt es mit einer festen Masche wieder zusammen. Und das Prinzip wieder von vorne, 3 Luftmaschen, Doppelfaden nehmen, in die feste Masche, unten in die Masche reinstechen, Faden auf der Nadel lassen und 4 Stäbchen häkeln. So. Jetzt zieht ihr wieder den Faden ganz durch und häkelt es mit 2 Luftmaschen zusammen. Dann kommt die feste Masche, die ihr hier vorne wieder reinsteckt und schließt es mit einer festen Masche.
Wir häkeln wieder dasselbe. Stecht da, wo ihr die feste Masche habt, rein. Und häkelt 4 Doppelstäbchen. Und immer den letzten Faden auf der Nadel lassen. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Na, meine Nadel will heute nicht so. Noch ein Stäbchen da reinstechen. 1, 2. Und zieht die Nadel hier durch und häkelt es mit 2 Luftmaschen. Vorne mit einer festen Masche schließen. Wir häkeln wieder 3 Luftmaschen. Stecht hier vorne bei den festen Maschen ein und häkelt 4 Stäbchen. So, und nochmal. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Na, der Faden hat hier Spalten. Wir häkeln noch ein Doppelstäbchen hier rein. Ups, ich bin hier gerade durch. Und ziehen den Faden durch die Maschen. Häkeln 2 Luftmaschen und stechen hier vorne eine feste Masche ein. Jetzt häkeln wir die letzte Blüte, 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen. 1, 2, 1, 2. Zieht den Faden komplett hier durch, häkelt 2 Luftmaschen und häkelt hier vorne eine feste Masche ein. Und wie ihr sehen könnt, können wir noch eine Blume reinhäkeln. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber ich glaube, wenn wir die 10. machen, wäre das zu voll. Also häkeln wir jetzt hier vorne da rein. Und ziehen es mit einer Kettmasche zusammen. Schneid den Faden ab und zieh den Faden so durch. So, und dann könnt ihr eure Blümchen den richtigen Bogen geben. Manchmal gehen die ja nach hinten. Und habt eure Blume für eure Grannys. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir häkeln jetzt den Rand. Wir stechen jetzt hier oben rein, holen uns den Faden. Ich nehme den grün, so wie auch mein Schal wird. Dann häkle ich eine Luftmasche und häkle noch 3 dran. Das ergibt dann 4. Dann steche ich hier oben rein, diese, hole den Faden und schließe es mit einer Kettmasche. Jetzt häkeln wir wieder 4 Luftmaschen. Stechen hier oben rein und ziehen ihn mit einer Kettmasche zusammen. 4 Luftmaschen und wieder dasselbe hier oben rein, da oben. Na, willst du jetzt nicht durch? Ups. Da rein. Durchziehen und mit einer Kettmasche schließen. Wieder 4 Luftmaschen. Müsst ihr das manchmal so rausdrücken. Dort reinstechen. Und mit einer Kettmasche schließen. 4 Luftmaschen. Und mit einer Kettmasche schließen. 1.
zwei, drei, vier Luftmaschen. Hier vorne reinstecken in die Spitze. Faden holen. Und mit einer Kettmasche schließen. Und wieder eins, zwei, drei, vier. In diese Mitte hier rein, Faden holen und mit einer Kettmasche schließen. Eins, zwei, drei, vier. Oben einstechen und mit einer Kettmasche schließen. Und jetzt kommen wir gleich am Ende an. So, und hier schließen wir auch mit einer Kettmasche. Müsst aufpassen, dass ihr den Faden nicht mitnimmt. So, und schließt es. Dann sieht das so aus. Wir behalten das jetzt so. Und ich sehe gleich weiter, wie ich die Blume fortsetze. Bis gleich. Jetzt häkeln wir hier vorne rein, holen den Faden, häkeln eine Luftmasche. Häkel noch eine Luftmasche. Nehm den zweiten Granny, also den ersten Granny. Besser wäre auch, wenn ihr gleich die Blüten hinten zusammen häkelt, zumindest schon mal die erste. Ihr habt hier zwei Luftmaschen gehäkelt und häkelt jetzt hier eine Kettmasche rein und häkelt zwei Luftmaschen. Dann steckt ihr die Nadel wieder hier vorne rein. Ich zeige es euch. Hier vorne, da ist die Spitze. Da steckt ihr die Nadel rein, schließt es mit einer Kettmasche und häkelt eins, zwei Luftmaschen. Nehmt den nächsten Bogen. Den hier, den zweiten daneben, häkelt es mit einer Kettmasche zusammen und häkelt wieder zwei Luftmaschen. Häkelt jetzt wieder hier oben rein in die Blüte, häkelt es mit einer Kettmasche zusammen und dann sieht das so aus. Jetzt häkelt ihr die ganze Runde wieder mit. Vier, hier vorne reinstechen, eine Kettmasche. Eins, zwei, drei, vier, hier vorne reinstechen, eine Kettmasche. Eins, zwei, drei, vier, hier vorne reinstechen. Genau da, das merkt ihr schon, den Mittelpunkt. Zieht die Nadel durch und häkelt es mit einer Kettmasche. Vier, hier vorne rein, Faden holen und wieder mit einer Kettmasche schließen. So. Ab. Seht ihr, auch ich mache Fehler. Eins, zwei, drei, vier. Und mit einer Kettmasche schließen. Eins, zwei, drei, vier. Und hier vorne, wo die andere
schon drin ist, stecht er mit rein. Wenn ich mal nicht den Faden heben würde. Entschuldigung. So, und schließe es mit einer Kettmasche. Ich nehme natürlich die Schere und häkle weiter. So, jetzt häkelt ihr wieder die Blume und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch, wenn ich die Blume gehäkelt habe. Wir machen davon 4 Stück. Bis gleich. So, ich habe jetzt schon mal vorgearbeitet und habe 2 Blumen extra gemacht. Wir werden die jetzt genauso verbinden wie die hier vorne. Und wer ein bisschen korpulenter ist, dem wird das, glaube ich, nicht reichen, diese Breite. Der wird das nachher länger häkeln. Das heißt, ihr legt dann noch eine Blume hier so dran. Und das Stück müsst ihr jetzt noch mehr häkeln. Das heißt, noch 15 Maschen mehr vielleicht. Dass es dann ein bisschen länger ist auch. So, dann beginnen wir mal. Wir haben vorn die zusammengehäkelt, also stechen wir die jetzt hier wieder hier rein, hier oben, holen den Faden und häkeln eine Luftmasche dran. Dann häkeln wir 2 Luftmaschen, nehmen diese anderen Blumen und wir haben ja hier oben vor uns zusammengehäkelt die 2. Dann werden wir jetzt genau gerade runter diese 2 zusammenhäkeln. Ihr dreht das um und stecht hier gleich rein wieder, schließt es mit einer Kettmasche und häkelt 2 Luftmaschen dran. Dann stecht ihr wieder hier vorne rein, häkelt mit einer Kettmasche fest und häkelt wieder 2 Luftmaschen. Wie gesagt, hier oben haben wir 2 und jetzt müssen wir hier unten das nächste auch verbinden. Häkeln es mit einer Kettmasche fest und häkeln 2 Luftmaschen dran. Dann gehen wir wieder hier vorne rein und häkeln es mit einer Kettmasche fest. Jetzt häkeln wir die ganze Runde rum mit 4 Luftmaschen, wieder hier vorne reinstecken, Faden holen und mit einer Kettmasche schließen. 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, vorne reinstechen, mit einer Kettmasche, schließen. Das häkelt ihr jetzt die ganze Runde rum. Bis wieder hier vorne zum Anfang. Da melde ich mich gleich wieder. Wir kommen jetzt am Ende an. Ja, die ganzen Fäden immer, ne? So, stecht jetzt genau da rein, wo ihr angefangen habt. Und häkelt es mit einer Kettmasche zusammen. Nehmt eine Schere, schneidet es ab und zieht es durch. Nachher beim Verhäkeln könnt ihr das ja dann schön festhäkeln. So, jetzt haben wir 3 miteinander verbunden. Seht ihr das? So. Jetzt nehmen wir die 4. Blume, stechen hier oben rein, holen den Faden und häkeln dasselbe wie gerade eben. Eine Luftmasche, noch 2 Luftmaschen. Schaut genau hin, dass das immer hier oben gerade runter geht. Ne? So, jetzt nehmen wir die 2. Soll ja eine gerade Linie dann ergeben. Mit einer Kettmasche schließen und 2 Luftmaschen. Dann stecht ihr wieder hier rein, schließt es mit einer Kettmasche und häkelt wieder 4 Luftmaschen. Na,
stecht wieder hier rein. Und häkelt es wieder mit einer Kettmasche zusammen. Das macht ihr jetzt die ganze Runde. Bis gleich. Wir haben jetzt das Ende erreicht und schließen es mit einer Kettmasche. Schneidet den Faden ab und zieht es durch. Dann vernäht ihr erstmal alle die Fäden und ich melde mich gleich wieder, wenn wir es anhäkeln. So sieht es dann aus. Bis gleich. So, wir häkeln jetzt den Rand mit einer Luftmaschenkette, weil wir müssen ja gleich die Grannies, wo sind sie mein Anfang? Die Grannies müssen wir ja irgendwie festhäkeln gleich. Ziehe ich hier einfach eine, den Faden hier durch. Ich habe jetzt auch die kleinere Nadel genommen, weil hier vorne ist ja, das ist ja alles fester als sonst. Häkle noch eine Luftmasche hier dran und häkle jetzt drei Luftmaschen. 1, 2. Mit dieser Luftmasche sind das 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 geht in die vierte Masche und häkelt eine Kettmasche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und ihr geht wieder hier rein. Ich bin jetzt mit der 5er Nadel da nicht reingekommen, deswegen habe ich jetzt die 4er Nadel genommen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das macht ihr jetzt bis zum Schluss durch. So. Wir möchten jetzt die Blumen noch dran häkeln. Diese Luftmaschenkette habt ihr ja jetzt gesehen. Und jetzt häkeln wir die Blumen dran. Ich habe sie jetzt schon vernäht, dass es schneller geht. So, dann häkle ich jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen, steche hier vorne von der Blume rein. Man sagt dann immer ins dritte Feld da. 1, 2 und stecht hier vorne in die gleiche nochmal rein mit einer Kettmasche. Jetzt häkelt ihr 2 Luftmaschen, stecht hier unten ein und häkelt es mit einer Kettmasche zusammen und häkelt wieder 2. Geht in die nächste Schlaufe rein, stecht hier rein und häkelt wieder 2 Luftmaschen. Aber vorher habt ihr es mit einer Kettmasche geschlossen. Jetzt gehen wir in das nächste rein, schließen es mit einer Kettmasche, häkeln wieder 2 Luftmaschen und gehen in das nächste rein. Ich häkle jetzt 3 Luftmaschen und nehme diese von dieser Mitte, von dieser mittigen Blume, dieser, steche ich jetzt hier oben rein. Und häkle 3 Luftmaschen runterwärts. Und steche in dieselbe rein. Häkle es mit einer Kettmasche zusammen. Häkle wieder 3. Luftmaschen. Und steche jetzt hier vorne rein. Häkle es mit einer Kettmasche zusammen und wieder 3 Luftmaschen und dann gehen wir in das nächste. Jetzt häkeln wir wieder 2 und stechen hier unten ein. Häkeln es mit einer Kettmasche zusammen, Faden holen und gleich hier so durchziehen. 2 Luftmaschen und wir gehen in die nächste rein. 2 Luftmaschen, nehmen den Faden hier und gehen.
ziehen es mit einer Kettmasche zusammen und häkeln 2 und gehen jetzt hier in die nächste. So, jetzt müssen wir wieder in das hohe hier gehen. Da häkeln wir 3 Luftmaschen. Stechen hier oben ein und häkeln es mit einer Kettmasche zusammen. Häkeln 3 Luftmaschen zurück und stech genau da rein, wo ihr gerade reingestochen habt. So. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und stechen hier unten ein. Also ich glaube, das kriegt ihr auch geregelt dann. Wieder 2 Luftmaschen und hier unten einstechen in das nächste Feld. 2 Luftmaschen mit Kettmasche, 2 Luftmaschen schließen. So, dann sieht das so aus. So sieht das dann aus. Also ich häkle eigentlich immer für unsere Facebook-Leute. Hoffe auch, dass viele andere noch die Seite von mir sehen. Aber ich häkle frei Schnauze, das jetzt umgedreht. So sieht das dann aus hier vorne. Also ich häkle nicht nach Anleitung, ich häkle einfach immer nach Bild. So, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4. Ihr könnt das immer selber variieren, wie ihr das macht. Ich stecke das jetzt hier vorne wieder mit rein, so dass es nachher passt mit dem Zusammenhäkeln. Es ergibt eh immer diese Kästchen dann. So, wir haben jetzt 2 Luftmaschen gehäkelt. Stechen jetzt wieder in die Blume hier rein. 2 Luftmaschen und häkeln hier unten wieder es fest. Muss eben halt oben wieder passen. Jetzt häkle ich 3, weil wir müssen ja jetzt hier oben wieder ein bisschen höher kommen. Häkle es mit einer Kettmasche fest und häkle 3 zurück und steche es jetzt schon in die nächste. 1, 2 Luftmaschen. Wir haben jetzt nur noch eine Blume. Häkeln hier unten rein. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Das täuscht manchmal ganz schön hier. Und stechen hier unten rein. 2 Luftmaschen. Nehmen von hier unten den Faden, diese Luftmaschenkette und häkelt es wieder mit 2 zusammen. Dann häkelt ihr in das nächste hier rein. Ihr häkelt 2 Luftmaschen. Nehmt diese, sagen wir mal, an der Blume das dritte und häkelt mit 2 Luftmaschen zurück und häkelt da auch wieder rein. Es ist egal, ob da doppelt oder da, Hauptsache ihr bekommt es hier festgehäkelt. So, wenn ich das jetzt umdrehe, dann habt ihr die Blumen so festgehäkelt und das macht ihr jetzt mit dieser Seite genauso. Ihr häkelt erst die Luftmaschenkette, immer 3 und 4 freilassen, 3 und 4 freilassen, also 3 Luftmaschen, dann häkelt ihr das hier fest und auf der anderen Seite macht ihr es genauso, wie ihr es gerade eben mit mir gemacht habt. Hier oben lassen wir frei, weil da finden wir eh kein, wo wir irgendwas anhäkeln können. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich, ihr Lieben. Ich habe jetzt meinen Schal auf der anderen Seite auch geschafft. Dies hatte ich jetzt schon mal vorher dran genäht, dass ich euch das zeige. Und der Schal soll so zusammengelegt werden. So soll er nachher hinterher sein. Das heißt, wir müssen jetzt nicht hier diese Luftmaschenketten machen, sondern wir häkeln die hier runter. Dazu zählt ihr, wie viel ihr hier gehäkelt habt. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 habe ich gehäkelt. Denn wenn ihr das nämlich ja breiter habt, dann sind das ja mehrere, ne? Also jetzt häkeln wir das gleiche nochmal mit 11,
Luftmaschenketten. Na? Nicht, dass meine Wolle sich jetzt hier so verhättert. So. Ihr lasst den Faden auch zum Schluss gleich hier dran, weil ihr könnt ja jetzt hier weiter häkeln. So, ihr häkelt jetzt 1, 2, 3 und zählt wieder bis 4. Das habt ihr aber nicht, weil da ja jetzt diese Maschen sind. Dann geht ihr 1, 2, 3, das seht ihr dann schon. Durch das Ende nochmal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vorhin waren das 4 und jetzt machen wir 3. Wenn 4, dann ist das zu lang und dann passt das nachher mit dieser Kette nicht. 1, 2, 3. So, hier sind die Löcher, hier seht ihr das. 1, 2, da, 1, 2, 3. 11 Stück müsst ihr haben und immer mit einer Kettenmasche schließen. So, 3, 1, 2, 3. Wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann könnt ihr das anlegen, weil jetzt hier an der Seite sieht ja die Seite auch anders aus. Ihr könnt die auch nochmal umhäkeln, die Seite, wenn ihr das möchtet. Und ich lasse die aber jetzt so, weil die Kante ist ja schön. Die ist jetzt nicht so, dass man die jetzt umhäkeln müsste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, und wenn ihr das Gefühl habt, es wäre zu weit nachher, weil ihr da vielleicht jetzt lockerer häkelt, dann legt das einfach nachher hier dran. Und dann seht ihr auch, wie weit ihr diese Luftmaschenkette machen müsst. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kettmasche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na? Die Wolle. So. Mit einer Kettmasche schließen. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10. Und ich hatte ja gesagt, ich habe 11. 1, 2, 3. Und jetzt messen wir das mal ab mit den anderen Blüten. Das ist jetzt die falsche Seite. So, das geht jetzt hier. Wenn wir das ordentlich hier hinlegen, seht ihr, dass ich hier jetzt noch eine dran häkle, also eine 12. für mich. So, das macht ihr nach Gefühl. 2, 3, 1, 2, 3. So, dann wenden wir das Stück mit einer Luftmasche. So, ihr müsst auch aufpassen, dass das auch nachher richtig rumlegt. Nehmt eure Arbeit